Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Löschhügelland, heute bereits am Montag. Eine wunderschöne Wochenstart, natürlich noch Feiertag für die meisten von euch heute, aber trotzdem eine wunderschöne Wochenstart. Und natürlich erstmal nochmal ein fettes Sorry, weil eben am Samstag nur zwei Videos kamen und das dritte Video hat es nicht genommen. Es hat nichts, weiß ich nicht, YouTube wollte es nicht haben. Ich habe das dann nochmal gelöscht, ich habe das aber die Rohdatei nicht mehr gehabt. Was habt ihr verpasst? Ja, zwei, drei Sachen nur. Also wir haben hier schon ganz gut angefüllt, ne, wie man sieht. Ich habe jetzt auch, dank eurer Kommentare, den Xerion hierher geholt. Der Xerion fährt jetzt hier, oder macht jetzt hier den Schieber. Das funktioniert wunderbar. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, weil der einfach mega Power hat. Ich habe mal die Kabine gedreht und so weiter. Der hat einfach, ihr habt Zwillingsbereifung dran gemacht, ihr seht es ja, ne? Also der funktioniert wirklich wunderbärchen. Und ja, den Rest gucken wir uns gleich an. Das heißt natürlich, wir haben jetzt niemanden zum Strohfahren. Ich habe den T7 ist es ja, habe ich jetzt genommen fürs Strohfahren. Der macht das auch wunderbar. Da gibt es nichts. Muss eben nur gucken, dass wir hier ein bisschen zurande kommen. Das Problem ist immer, der stellt sich, ja, genauso wie jetzt, er stellt sich immer auf in der Mitte. Das ist ein bisschen problematisch. Versuch das mal einfach nur ein Stückchen. Du musst es leider schieben, weil er teilweise einfach nicht mehr hochkommt. Aber irgendwann fängt es sich dann und haut vorne weg raus und dann passt das wieder. Ich habe ihm gesagt, er soll Allradar machen, ne? Nein, er macht kein Allradar. Weil es bewegt sich, glaube ich, nur die hintere Achse. Aber es hat bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt ist ja klar, weißt du, ich mache die Aufnahme an, funktioniert natürlich nicht mehr. Ist ja ganz klar. Wie hätte es anders sein können? Jetzt vielleicht? Das Geilste ist halt, du kannst ja mit dem Xerion einfach hochballern, wie du möchtest. Das juckt den halt gar nicht, weißt du? Der fährt da hoch, als wie es nichts wäre. Wenn du halt freie Bahn hast. Das ist halt das Problem hier. Ich habe keine freie Bahn. Okay, wir fahren von der anderen Seite. Er schafft das jetzt? Schieben wir aber nochmal an hier. Also ich habe jetzt schon einige Zeit hier auf dieser Kuhweide verbracht, möchte ich sagen, ne? Das ist ja wirklich, habe ich schon einiges gemacht hier. Er lädt aber auch nicht aus, glaube ich. Also ich habe generell ein bisschen Problem mit diesen IT-Runner, weil der einfach teilweise nicht ablädt. Weiß nicht warum, aber jetzt macht das gerade wieder, jetzt bricht er wieder ab. Ich habe aber keine Ahnung warum, ne? Also ihr seht hier eine Serie und da geht. Aber er vorne steckt halt komplett fest. Jetzt macht er was an Weg, oder wie? So, ich fahre hier dann immer hier. Ich habe das letzte Video, habe ich das ein bisschen erklärt. Wie ich hier Silo fahre, ist natürlich richtig gut, dass das nicht durchgegangen ist, das Video. Egal, auf alle Fälle funktioniert es hier einfach richtig gut, möchte ich sagen. Also mit dem Xerion gar kein Problem. Der hat einfach die Power, die du brauchst dafür, ne? Dann passt das auch. So. Der fährt jetzt wieder zurück. Da habe ich jetzt, sehe ich aber ein Problem. Was zeige ich euch gleich, was ich meine. Ich habe den hier drin, den Radar da. Der fährt jetzt einfach durch, ohne den, vorher war es zumindest so, ohne den Anhänger zu entleeren. Der fährt einfach hier geradeaus. Moment, guck mal. Nee, er entleert nicht. Er fährt einfach weiter. Der juckt den gar nicht, weißt du? Das verstehe ich nicht, warum er das macht. Das, ich habe keinen Plan. Muss er den immer zurückschieben? Der Deutsch ist aber auch, glaube ich, einfach zu schwach. Ich weiß nicht warum, aber normalerweise kann doch so ein mehr 100 PS Ding das ganz locker ziehen. Weißt du, er kommt nicht mal jetzt gerade raus, weißt du? Das ist teilweise schon ein bisschen bedenklich. Aber gut, was ist denn hier los? Ach Gott! Ach so, du stehst nur im Weg. Fahr doch mal vorbei, Junge. Die haben sich noch blöd getroffen. Okay, das hat keine Kollision. Wow, Werner. Wow. Das hat keine Kollision oder habe ich das falsch gesehen jetzt? Nee, es hat keine Kollision. Läuft. Dann war das nur ein Irrtum hier. Okay. Weitermachen. Ihr macht das richtig gut. Ja, ihr seht es hier. Der T5. Nee, T7 ist das. Was war denn jetzt nochmal? T7. Der fette Stroh ist ein bisschen
von der Redaktion her nicht ganz so geil, ne? Aber ja, läuft halt, ne? Muss man was trinken. So. Ja, der macht das. Bin ich auch sehr froh drum, dass er das macht. Was haben wir noch hier für Baustellen? Das passt. Den habe ich noch hier drin stehen. Der steht auch noch hier rum, weil ist momentan keine Arbeit, ne? Jo. Filmergeräte haben wir nicht. Die sind alle im Einsatz. Was ist bei dir los? Warum steht die hier rum? Also, das Tier ist natürlich auch weitergegangen auf unserem Sojabohnenfeld. Ist ja ganz klar. Weiß nicht, warum die jetzt hier rumstehen, aber gut. Der hat eine Reihe außenrum vergessen. Ich weiß nicht warum, aber er hat sie vergessen. Warum fährst du die Sim? What? Kann ich? Alter. Da ist doch gar nichts drin, oder, den Drescher? Der ist ja fast leer. Muss man die alles alleine machen? Also, nee, du. So, wie machen wir das jetzt am besten? Geh weg jetzt hier! So, das haben die so gemacht. Wir machen das einfach mal so nach. Ich hoffe, du fährst jetzt weg, ne? Das hoffe ich wirklich für dich. So, das war doch hier. Ja, genau, das ist die Richtung. Lass mal hier einfach weiter runterfahren. Weiß nicht, warum der jetzt stehen geblieben ist. Keine Ahnung. Fahr doch mal die andere Seite, oder? Ohne Witz. Steht einfach hier rum. So, es wird weniger Stroh, wenn man das so sagen darf. Glaube ich zumindest. Sag mal, was macht er denn da bitte? Warum fährt er hier? Da bist doch schön, du warst doch hier schon fertig. Nein, das ist falsch, was du hier machst. Oder? Geht ja auch rauf. Das ist kompletter Quatsch, was er hier macht. Okay, vielleicht stören ihn einfach nur die kurzen Teile. Das kann auch sein. Weil er hatte eigentlich lange Bahn hier, aber die kurzen Teile, vielleicht stören die ihn ein bisschen. Warum spiele ich eigentlich wieder mit Tastatur? Ach, Kinders. So, jetzt lassen wir den nochmal neu ansetzen hier, dann müsste das eigentlich passen. Wir müssen aber erstmal, jetzt habe ich eine Idee, jetzt weiß ich, was ich mache heute. Wir könnten ja mal, jetzt muss ich gucken, habe ich das mit reingenommen oder habe ich es nicht mit reingenommen? Das war auf alle Fälle geplant, aber ich weiß es nicht ganz genau. Diverses, glaube ich, war das. Nee, habe ich vergessen. Ich wollte nämlich den Anhänger mit reinnehmen, diesen, was ich auf der Hofbergmann auch habe. Habe ich jetzt aber vergessen, siehst du, verdammt. Werkzeugkoffer. Ja, nee, brauchen wir jetzt nicht. Ist egal. Ist egal. So, das passt hier. Das passt auch. Wir müssen wieder zum Kuhstall. Hier war bestimmt wieder jemand abladen. Oder? Jo, da liegt schon wieder mehr drauf, glaube ich. Ich mache immer das Schild ganz, 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 ganz hoch. Da wird erstmal drüber gerattert hier. Aber das passt eigentlich im Großen und Ganzen. Also, die fahren immer ein bisschen weiter rechts rüber. Also, wir müssen die auch nochmal ein bisschen platt machen. Ich habe vorhin das Problem gehabt, dass ich den Zustall gemacht habe. Zustall ist nicht gut, gar nicht gut, weil dann hast du hier so einen Berg und das war's dann. Das war auch nicht so optimal, aber ich glaube, jetzt müsste es doch einigermaßen passen. Sonst im schlimmsten Fall muss halt der Xero ein bisschen schieben, wenn ich ihn nicht festfahre hier.
mich umdrehen. Ich muss mich umdrehen. Also mache ich hier nur solche Kerben rein. Das ist ja gar nicht geil. So, Innenansicht. Muss ich immer so ein bisschen anpassen, ne? Das ist ja aber nicht so einfach, leider. So. Lass mal das mal ganz kurz so gut sein. Muss mal gucken, was der Fan für Probleme... Ah, da müssen wir weiter weg. Was der Fan für Probleme hat. So. Genau. So, lass mal ganz kurz gucken, was hier das Problem ist. Steckt im Verkehr fest. Willst du mich ohne People? Da ist gar kein Verkehr da. Wollte ich nochmal was nachgucken. Weil wir brauchen noch einen Trakteur zum Mähen. Zum Mähen brauche ich noch einen. Haben wir schon. John Deere haben wir schon. Fendt haben wir schon. Xerion haben wir schon. Ja, jetzt wäre halt an der nächste wäre halt das hier dran, ne? Aber das Ding hat halt einfach keine Fronthydraulik. Das ist ein bisschen scheiße. Den, ja, Big Bad bringt hier nichts. Big Bad ist einfach zu groß hier. Das glaube ich schon. Challenger, auch keine Fronthydraulik. Nee, haben sie alle nicht, ne? Haben sie alle nicht. T8 haben wir noch hier. Das ist aber alles schon Standard, ne? Ich hätte tatsächlich noch eine Idee für einen Traktor. Das kann ich euch aber erst morgen zeigen, weil den habe ich heute noch nicht drin. Ist aber auch ein geiles Bild hier, muss ich sagen. Aber theoretisch können wir uns auch so einen Challenger kaufen. Da werden jetzt vielleicht ein paar sagen, nein, du hast doch gesagt, du kaufst keinen. Und zwar ist es so. Ich habe gesagt, ich kaufe keinen, weil ich glaube, das ist ein amerikanisches Produkt. Fakto ist aber, ja, wahrscheinlich ist es sogar so. Ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, aber es ist egal, ob du jetzt in Deutsch, ob du da den gleichen jetzt in von Klaas kaufst. Es ist trotzdem das gleiche Produkt, es ist nur eine andere Farbe, es ist nur anders geskinnt. Ergo kann ich auch den von Cat kaufen, weil bleibt sich gleich, weißt du? Das heißt, sowas wäre eigentlich machbar. Alter, hast du es gerade ausgekippt hier? Och, nee, du. Das ist nicht mal ein Haufen, weißt du? Ist es eigentlich zu viel mit diesen Zwillingsbereifungen hier? Ich hatte vorhin eine Zwillingspflegebereifung drauf. Das sah ja scheiße aus. Alter Schwede. Das, glaube ich, war jetzt gar nicht so schlecht, was wir gerade gemacht haben. Ich muss generell gucken, dass wir da ein bisschen weiter reinkommen, ne? Wir sind einfach noch sehr, sehr, sehr weit außen. Aber irgendwann, glaube ich, ist auch das Silo hier an seinem Ende, an seinem gedachten Ende. Da müssen wir eben gucken, wie wir das machen. Wie viel haben wir denn jetzt hier drin? Es ist ganz gut verdichtet. Es ist über 1 Million drin. Passt auf alle Fälle. Läuft bei mir. Aber ich habe auch genug Fahrer dafür. Es bringt jetzt... Ich weiß es nicht. Vielleicht bringt es jetzt aber auch nichts, jetzt noch einen weiteren Traktor zu kaufen. Weil wenn ich mit dem Häckseln fertig bin, ne, habe ich ja wieder sehr viele Traktoren frei. Da sind ja wieder 4, 5 Traktoren frei. Eigentlich muss ich nur das jetzt hier fertig machen, vernünftig. Dass das auch passt. Und dann haben wir eigentlich wieder genug Traktoren frei. Weil wenn ich die jetzt... Ich weiß genau, was dann von euch kommt, ne? Dann sage ich, ich kaufe jetzt noch einen Traktor. Der da nur rumsteht. Dann sagt er, der steht aber noch rum. Weißt du? Da kommt wieder sowas. Ich kenne euch Schlingels nämlich. Ich hätte aber trotzdem noch, dass das immer noch so weit rausguckt, ne? Ich glaube, hier oben haben wir Maximum erreicht bereits. Ja, hier oben haben wir, glaube ich, schon Maximum erreicht. Alles hoch und am besten so weit wie möglich rausschieben. So, das heißt, ich glaube... Ja, nice! Freut mich. Das ist, glaube ich, das erste Silo,
was ich einigermaßen schön hochgeschoben habe. Einigermaßen, bitte, ne? Aber mit dem Xeron ist es einfach ein Gedicht. Ein Gedicht, ich sag euch das. Du fährst einfach so problemlos hoch und runter und hast dich nicht gesehen. Richtig gut. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen weg. Ich glaube, mit dem Radar, da wärst du da viel länger dran. Viel länger dran. So. Das sieht doch gut aus. Oder? Glaubt ihr nicht? Doch. Ich meine, ich habe auch lange dafür gebraucht, muss man auch sagen. Ich bin ja kein absoluter Profi, was das angeht hier. Viele glauben wirklich, ich kann alles im LS, aber das sieht man, hat man gesehen, dass es hier nicht so war. Oder ist. Aber ich glaube, das ist erstmal ausreichend, wenn ich das hier habe. Das heißt, die nächste Maishex-Aktion können wir auf alle Fälle für die BGA machen. Weil hier haben wir auf alle Fälle genug und hier werde ich auch, glaube ich, erstmal nichts wegnehmen. Also wirklich nur, wenn es irgendwie notwendig wird. Ich muss gleich mal gucken, was die zwei Traktoren unten machen, weil das sieht mir so aus, als wie sie getroffen hätten. An einer sehr doofen Stelle. So, lass mal ganz kurz gucken. Zack. Ja, ja, ja. Also am meisten überzeugt hat mich bisher der Fendt, muss ich sagen. Der Fendt macht bis jetzt die beste Arbeit von allen. Ist mein Geschmack. Vielleicht liege ich auch falsch. Alter, wie der halt aussieht auf diesem Berg da oben drauf, ne? Richtig gut. Sowas gefällt mir halt richtig geil. So, wir müssen hier noch ein bisschen machen, ne? Oh. Ja, warum heute länger? Ich habe ja gesagt, weil eben keine Folge kam, oder keine dritte Folge kam, am Samstag machen wir heute ein bisschen länger. Ob es jetzt eine halbe Stunde genau wird, kann ich jetzt nicht genau sagen. Müsste man irgendwann auch mal ins Bettchen gehen. Aber wir gucken mal, wie lang es irgendwie läuft. Sagen wir mal, einfach läuft. Wie viel haben wir hier noch? Ja, ein bisschen haben wir noch Platz hier. Geht auch wirklich. Also mit dem Xeron, ich weiß nicht, mit den anderen habe ich mich immer geärgert, aber mit dem Xeron hier. Boah. Traumhaftes Gerät. Ich habe auch schon überlegt, ob ich noch einen zweiten Xeron kaufen soll. Aber dann werden wahrscheinlich wieder die Kommentare vollgeballert sein mit: Oh nein, warum? Obwohl der Xeron eigentlich ein richtig gutes Gerät ist. Alter. So, Fahrer kommt erstmal keiner neu. Das passt. Ja, nach dem Häcksel müssen wir uns, also wenn das Häcksel abgeschlossen wäre, dann müssen wir uns auf alle Fälle erstmal um unsere ganzen Tiere kümmern. Haben wir eigentlich schon Tiere? War, glaube ich, mal geplant, ne? Ich war, weißt du, ich habe so viele Sachen im Kopf. Ja, wir haben ein paar Kühe. Da müssen wir uns, die habe ich halt noch gar nicht beachtet, ne? Also die muss ich echt mal Wasser und so ein Zeug ran schaffen. Das haben die halt auch nicht verdient, weißt du? So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt nämlich der Fendt. Und der Fendt war eigentlich immer der, der alles geschafft hat. Steigungen, Senkungen, alles. Bin mal gespannt, ob er das auch hier schafft, hochzufahren. Noch ein bisschen glatt machen hier. Vielleicht nochmal drehen und vielleicht mal gucken, ob er das schafft, ne? Nochmal schön platt fahren hier. Bin gespannt. Ich glaube, dass er jetzt dran scheitern könnte. Wow, wenn du sowas machst, werden auf alle Fälle. Wir gucken einfach, was passiert. Na, ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie er es macht. Machen möchte, wie auch immer. Wir warten jetzt einfach mal ein Rundumlicht an, damit er uns auch sieht.
So, kann ich noch ein Stückchen trinken und dann kommt er auch schon zum Abladen. Also immer wenn ich hochgucke auf den Inspector Mod, dann sehe ich, dass der T7 voll ist mit Stroh. Wahnsinn, wie viel da Stroh reingeht. Wir müssten ja eigentlich schon richtig viel Zeug im Lager haben, ne? Ja. Moin. Fährst du da mal hoch? Da kennt er halt nichts, ne? Bleibt stehen, lädt ab, Chili Billy und fährt dann wieder runter. Guckt euch das an. Also ich weiß nicht, die Kombination, die macht keine Probleme. Gar nicht. Die macht einfach keine Probleme. Der fährt jetzt da raus und fährt weiter, also wie nix, nie was gewesen wäre. Und hat jetzt schon wieder, Moment, lass mich gucken, damit ich nicht lüge. Wo ist denn der Fendt? Da Vario, hat jetzt schon wieder 30 km drauf. Ist ja Wahnsinn, das Ding geht ab wie sonst nichts. Wir können eigentlich hier diese Auffahrt ein bisschen lassen, das finde ich gar nicht schlecht. Speicherst du gerade? Ja, hoffentlich. Ich speichere jetzt auch nochmal. Safety first. So. Ja, hier müssen wir... Moment. Hier müssen wir definitiv nochmal reinfahren. Ich komme nicht mehr mit dem Serien hoch, ne? Allrad ist am Schlüssel. Ah, vielleicht habe ich auch zu sehr angewinkelt gehabt. Ich glaube auch, dass das Gewicht da hinten nicht optimal ist. Jawohl! Einfach rausschieben das Zeug hier. Sehr schön. Ich weiß, dass vielleicht viele von euch nicht interessiert, dieses Silo schieben. Aber es gehört halt einfach dazu, ne? Deswegen kannst du halt einfach nichts machen. Du musst dann einfach Sachen darauf geben, die halt einfach mal nicht so geil sind, aber trotzdem gemacht werden müssen. Oh mein Gott, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das war so nicht geplant. Könnte ich eigentlich Ölwechsel machen, oder? Ja? Nee, kann ich nicht, okay. Du willst mir nicht erklären, dass ich jetzt feststecke hier, oder? Boah, wow, der will eher hoch als wir zurück. Ja, läuft bei dir. Weißt du? Läuft, 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 läuft. Das Ding ist halt einfach ein Biest, ne? Boah, wow, Alter. So, jetzt haben wir wieder alles wieder gut. So, ich werde jetzt noch... Kommt das nochmal? Wann kommt der nächste? Boah, die sind beide noch da oben. Was machen die da oben? Wo ist denn unser Serie? Oh, der fährt nicht. Ah, der Jaguar fährt nicht. Warum nicht? Was ist denn hier schon wieder los? Sag mal, ohne Witz. Warum fährst du nicht? Du bekommst doch keine Fehlermeldung, ne? Der fährt halt einfach nicht. Ich weiß nicht. Der hat jedes Mal die Tür offen, ne? Jedes Mal, wenn ich hier rein joine, die Tür offen. Naja, egal. Gut, liebe Leute, ich würde es jetzt an der Stelle erstmal gut sein lassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da, wenn ihr noch Tipps für mich habt zum Thema Festfahren, gerne in den Kommentarbereich niederschreiben. Ich weiß, dass das schon sehr viele mir Tipps gegeben haben. Die habe ich auch angenommen. Siehe Xerion. Siehe mit dem Schild hochschieben. Funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und ja, aber wie gesagt, wer noch was hat, immer her damit. Bin sehr, sehr gerne bereit, euer Feedback anzunehmen und auch einzusetzen. Und dann wird das natürlich noch besser werden, als wie es jetzt schon ist. Gut, ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.